Wenn man sich anguckt, bei wem die Menschen den Islam angenommen haben, dann natürlich nur bei denen, die auch etwas für die Nicht-Muslime zu bieten haben, inhaltlich. Nicht bei denen, wo du in die Moschee reinkommst und da geht es einfach nur um ein Museum. Das heißt zum Beispiel, mein Sohn war beispielsweise vor einigen Tagen, hat er in der Dietib-Moschee in Köln gebetet, weil er war unterwegs in Köln gewesen, musste dann beten. Und da sagt er zu mir, boah, die Moschee ist richtig schön, so ganz ohne Wertung, boah, die Moschee ist richtig schön. Und da gehen auch sehr viele Nicht-Muslime hin, sagt er. Die gucken sich das an. Ist aber schade, dass es dort keine so Unterlagen gibt, so Broschüren für Nicht-Muslime. Einfach so ohne Wertung, sagt er. Warum? Weil er kennt das zum Beispiel aus Katar, wo er schon öfters war. Da gibt es alle möglichen Broschüren von den angeblich bösen, bösen Wahhabiten über Islam und Christentum und so weiter und so fort. Und die Leute nehmen natürlich auch nicht den Islam bei Leuten an, zumindest nicht zum großen Teil, die nichts zu bieten haben, außer dass Allah, dass man die Eigenschaften Allahs metaphorisch verstehen muss und es Bid'ah Hasana gibt und der Geburtstag des Propheten gefeiert werden muss und es nur es böse Sekten aus Saudi-Arabien gibt. Weil es ist uninteressant für jemanden, der die Wahrheit sucht. So, das heißt, wo haben die Leute den Islam angenommen? Bei denen, die sie Salafisten nennen. Und das geben die sogar selber zu, wenn du nachschaust. Wenn man in Google beispielsweise Salafisten angibt, Missionierung, sagen die, die sind besonders stark in der Missionierung. Da wird gesagt, das ist die dynamischste islamische Bewegung in Deutschland. Da haben die meisten den Islam angenommen. Im Jahre 2006 hat die Seite die wahre Religion aufgemacht. Ja. Das heißt, wir hatten eine richtige Bewegung und was muss darauf gemacht werden? Darauf wurde ein Name erfunden. Der Name war Salafisten. Das kam übrigens, dieser Name kam raus im Jahre 2007. Der wurde bekannt gemacht durch einen Artikel in der Zeit. Wie hieß diese Journalistin nochmal? Der Artikel hieß Lässige Gehirnwäscher. Und da ging es hauptsächlich um mich und um Abdelazim. In diesem Artikel ging es hauptsächlich um mich und um Abdelazim. Und da wurde dieser Begriff Salafisten das erste Mal richtig öffentlich verbreitet, nach meinem Wissen. Auf einmal hießen wir Salafisten. Ja? So. Das Problem ist aber bei diesem Begriff, warum lehne ich diesen Begriff zum Beispiel ab? Warum lehne ich den Begriff ab? Weil wir keine Salafisten, weil ich kein Salafist bin, nach deren Maßstab oder deren Definition. Wenn du sie anguckst, was sie als Salafisten bezeichnen, Leute, die der goldenen Zeitalter folgen wollen, die den Islam so leben wollen wie zur damaligen Zeit, was ist damit zu verstehen? Was versteht der Otto-Normalverbraucher darunter, dass du mit Kamel durch die Gegend reiten willst? Oder dass man den Islam original praktizieren muss? Dann ist jeder Muslim ein Salafist. Andere Definitionen sind, die die Koran und Sunna unhinterfragt folgen. Unhinterfragt folgen, was meinst du konkret mit unhinterfragt folgen? Meinst du damit, dass es keine Interpretation gibt? Natürlich gibt es eine Interpretation von Koran und Sunna, logisch. Der Koran erklärt sich mit Koran. Der Koran erklärt sich durch die Sunna. Die Sunna erklärt sich gegenseitig. Es gibt Sachen, die sind Mansur, es gibt Sachen, die sind spezifisch für spezifische Situationen gemeint. Es sind Sachen, die Dinge einschränken. Natürlich gibt es eine Interpretation. Man will uns mit dieser ganzen Vorlage als Vollidioten darstellen. Ja. Oder sie nehmen alles, aber wenn mit unhinterfragt gemeint ist, dass wir das akzeptieren, natürlich, das macht jeder Muslim. Das heißt, diese ganzen Definitionen von ihnen, die sind so schwammig, dass man es vergessen kann. Dann siehst du Sachen, dass Leute als Salafisten bezeichnet werden, mit denen du wenig gemeinsam hast. Ja. Zum Beispiel bestimmte Gruppen wie Daesh, ISIS, werden als Salafisten bezeichnet. Das heißt, du bist Salafist, die sind Salafist. Wofür ist das da? Es ist um dich in die Reihe mit jemandem zu stecken, der Leute vor laufender Kamera den Kopf abschneidet, während sie sagen, La ilaha illallah.
Das heißt, nur um mich schlecht zu, um uns schlecht zu machen. Ja. Das heißt, dieser ganze Begriff wurde nur erfunden, um die Muslime zu spalten. Der Muslim hat ja damit nichts zu tun. Jetzt die Frage, warum sagen die das? Warum betonen die das immer bei uns? Weil sie einen Keil zwischen die Muslime treiben wollen. Weil sie nicht wollen, dass die Muslime diesen bösen Salafisten folgen. Warum? Weil sie wissen, dass wir die Menschen zum Islam einladen. Keine Gruppe war je so aktiv gewesen. Mit Infoständen etc. etc. in ganz Deutschland, Kundgebungen von Moschee zu Moschee gehen, Flyer-Aktionen und so weiter und so fort. Alhamdulillah.